Mega-Sicherheitsglas hier. Ja, geil, ey, eine Munitionskiste, eine alte. Das ist so ein typisches Bunkerding. Das ist ein Bunker, ist das? Das ist so ein bisschen Schnitzeljagd gerade. Oh, ich sehe ein Explosionszeichen. Einen wunderschönen guten Tag, Leute. Willkommen zu einem neuen Video irgendwo im Nirgendwo. Wir sind in Klampenfurt. Genau. Du bist mal wieder am Start. Mal wieder am Start. Wir sind auf Durchreise. Was passiert? Wir sind auf einem Militärareal. Ja. Und wir gucken jetzt mal, was das gibt. Ich würde sagen, es geht los. Benutzung ganzjährig auf eigene Gefahr, kein Winterdienst. Militärisches Übungsgebiet, Lebensgefahr, Betreten und Befahren während der Übungszeiten untersagt. Ansonsten steht dem jetzt nichts im Wege scheinbar. Boah, Sicherheitsglas. Aber ein Mega-Sicherheitsglas hier. Ja. Das ist die Pforte auf jeden Fall. Da mit einem richtigen Ofen drin. Richtig gut. Was ist das denn, ey? Da müssen wir rein. Irgendwie. Hier an der Seite irgendwo. Du kannst doch einfach hier hin. Guck mal, hast du extra eine super Treppe, wo du auch rüberklettern kannst. Ja, gucken wir mal, was uns da erwartet. Das sieht ja relativ alt aus, das ganze Spiel hier. Relativ nochmal umparken und hier hinten. Über den Waldweg. Über den Waldweg, aber das wird auch nicht so. Du erschossen. Ja, zack. Oder hier einfach drauf. Ich glaube, dass vielleicht sogar die Gebäude sehen alle gleich aus. Ich würde sagen, da hinten sind noch spannende Dinge. Ja. Ganz hinten, weißt du? Wenn man da reinfahren kann, dann können wir da. Reinfahren ist nicht, aber. Die sehen am meisten aus. Aber da ist direkt der Wanderweg und dann zack. Bist du drauf? Ja, das geht. Ja, kommst du mit? Ja. Wie, ne? Ich auch aus. Du gehst jetzt auch aus. Ich laufe jetzt nicht alleine über das Militärding hier. Was ist daran super? Objekt 18, Leute. Objekt 18. Das ist riesengroß, der Bau hier. Aber wahrscheinlich auch alles zu. Na klar. Schade, hier sind auf jeden Fall irgendwie die Scheiben mit dem Fensterglas. Kann ja auch sein, dass wir tatsächlich nirgendwo reinkommen und hier alles super dicht ist. Weil die sieht hier auf dem Gelände selber noch relativ gut aus. Wenn wir Glück haben, haben wir natürlich einen kleinen Supermarkt, haben wir ein Kino vielleicht dabei, eine Sporthalle. Gucken wir mal, was erwartet hier. Steht einfach die Office. Hier ist doch keiner mehr. Ist Military. Gepanzerte Scheiben vorne, schon heiß. Ist eine ganze Kaserne. Hier können wir mal lang gehen. Hier ist der erste Trakt, da hinten gibt es ein Pavillon, so ein Unterstand. Ha, Fenster auf, Fenster, ja, geht davor. Schade. Schon verrückt, ne? Reist in ein anderes Land und dann hast du direkt ganz andere Vorgehensweisen. So ein Lost Place. Da ist so eine Panzerbude. Guck mal, da standen bestimmt die ganzen Militärfässer drin. Und? Ja. Nö. Nächste Ding hier. Achtung. Hier, hier. Hoppla. Hoppla, kein Bauch. Nee. Super, mehr. Rauchen verboten. Steht da? Rauchen, offenes Feuer verboten. Das gleiche steht hier auch nochmal. Zum Löschen vom Brennen ist trockener Sand zu verwenden oder ein vorgeschriebenes Feuerlöschmittel. Das ist halt eine komplett verlassene Kaserne. Na, hier standen ein paar Jeeps drin. Das war's aber dann auch schon wieder. Setz die scheiß Schraube hin. Nee, nee, mach zu. Typisch für so eine Kaserne, Leute, ganz viele Unterstände, ganz viele Garagen für Panzer, für Jeeps, für sämtliches militärisches Equipment, aber ist halt komplett lost und raus. Ich glaube, da brauchen wir gar nicht gucken, weil die werden alle gleich aussehen, die Dinger. Ja, aber dann laufen wir wieder zurück, wir wollen ja jetzt auch was anderes sehen. Ja, in welche Richtung geht das Gelände? Da lang, da, nach da runter. Nach da oder nach da? Nee, nach da nicht, nach da runter. Wo sind wir denn jetzt gerade reinspaziert? Siehst du, wir müssen nach. Da sind wir jetzt. Ja, hier dann hinten. Ja, da geht's weiter. Da hinten sind noch ein paar Gebäude, die sehen anders aus. Der Rest ist alles Unterstand. Hier ist. Ja, das Ding. Ganz hinten. Da. Wir gehen jetzt um das Gebäude rum und dann dahinter ist, geht das weiter. Ja, hier. Ja, und dahinter dem Gebäude sind andere Gebäude. Hier. Ja, die sehen cooler aus. Die können vielleicht was. Ja, wer heißt so ein großes Ding hier, wer heißt? Das ist zwar auch super leer, aber da gibt es irgendwie so ein, keine Ahnung. Wie so ein Schlossturm an der Ecke. Oh, das sieht gut aus hier. Das ist irgendwie Tankstelle gewesen oder sowas. Ja, cool. Ja, Leute, das ist schon mal zumindest eine Tankstelle gewesen. Straßenlaternen, die Deckel, Einschusslöcher. Und? Alles zu gibt's doch nicht. Mann, ist da drin? Nix. Stromkasten. Feuermelder. Tankdeckel. Diesel.
Dieseltanks hier, Dieseltankstelle. Kasernen haben normalerweise immer Bunker drunter. Ja, die ist ja tatsächlich, guck dir das mal an, die ist schon Ewigkeiten zu, ne? Hier ist der Baum schon komplett durch den Zaum gewachsen. Was ist das denn für ein Ding hier? Kannst du drauffahren, drüberfahren. Ach jo. Service. Service für kleine Autos. Ja genau, wie willst du denn in der... Okay, die ist ein bisschen schmal, die Dingens, ne? Service. Eine Service-Rampe, ja. Also Werkzeug. Hier. Ja, das ist komisch hier, das Ding. Das ist eingelassen im Boden, da kommt ein Kamin raus. Warum? Ja. Ah, ha! Hier ist was offen. Kleines bisschen, liegt zumindest ein Fahrrad in der Scheune. Stoßstange. Ein altes Herkules-Fahrrad. Eine kleine Grube. Aber auch hier passiert nichts mehr. Hier ist nochmal ein Dachboden, da liegt eine Schranke. Das ist das Heißeste vom Heißesten hier, das Ding. Ne, eine Munitionskiste vielleicht. Ja geil, ey, eine Munitionskiste, eine alte. Aber wirklich alt, sehr cool. Steht noch drauf, Leute. Rifflebox. Geil, richtig gut. Alte Militärstiefel, Gummistiefel. Ja, nee. Schade. Das ist gemein. Ich sehe null. Okay. Ich bin wieder da. Da oben liegt eine Munitionskiste noch. Eine Holzkiste. Nimm mal mit. Ja, aber das ist hier. Bist du Flughafen, das ist nicht im Auto. Hier, da, du musst ja. Guck mal. Du musst ja in dem Ding irgendwie reinkommen. Das ist doch. Das ist doch. Nicht mal eine Bombe rein. Wie das Auto aus. Das sieht total komisch aus. Das macht gar keinen Sinn, so ein flaches Ding. Mit einer Lüftung drauf. Das ist so ein typisches Bunkerding. Oder eine Wasserversorgung. Aber die haben überall Hydranten hier stehen. Also ergibt hier eine Wasserversorgung überhaupt gar keinen Sinn. Eine Produktionshalle. Was? Keine Ahnung. Reingeklettert. Die ist super tief. Aber. Hä? Hey, ja, da musst du da einen Eingang für geben. Wenn du dann durch ein Fenster hier reingehst. Das ist irgendwie Quatsch. Ey, hier geht's runter. Hier, ah, da ist die Tür. Da ist eine Tür. Da ist die Tür. Ich hab's die Tür. Jawohl. Offen. Offen. Die erste Tür, die auf ist. Das ist ein Bunker, ist das? Was sie? Sprengstoffbunker. Lagermenge, Dieselöl. Geil. Okay. Deswegen diese Zwangsbelüftung auch hier, da gibt's Sinn. Aber die Kaserne hat doch locker Bunker. Hundertprozentig, tausendprozentig. Hier ist Ende. Hier ging es mal früher durch, glaube ich. So ist so dieser Weg. Aber mehr als Leere ist hier nicht vorhanden. Hier haben wir den Diesel zwischengelagert. Warte, das ist ja ewig zu, das Ding, ey. Möglich. Oh. Geil, ey, was ein Abenteuer. So ein bisschen Schnitzeljagd gerade. Ist das jetzt das Einzige, was wir gesehen haben, den Keller, oder? Da oben ist ein Fenster auf. Ja, oben ist ein Fenster auf. Wie kommen wir da hoch? Was ist denn? Warum geht die links hin? Mehrere Wagen gerade. Ach nee, warte. Ach, und das war's, ja. Wieder eine Fahrzeughalle. Wie ist der Wichser auf, was immer zu sagen? Ist der so? Nein. Oh, wie zerwichst. Geh mal gucken, einmal drin. Ja komm, die sieht, die hat ja schon mal ein bisschen mehr Charme, wie das, was wir vorhin gesehen haben. D-Mark Standardfahren? Nein. Große? Platzpatron. Ah, schon cool. Riesenblitz da drauf. Unterverteilung. Ja komm, FI ist schon drin hier, das ist ja schon mal gar nicht so schlecht. Die alten FIs, die neuen FIs, neueren FIs. Der super Hauptschalterkraft. Hauptschalterlicht ist drin. Also theoretisch würde ich behaupten, ohne Scheiß,
sind abgelegt. Schade. Hier hast du schön die Gruben für die einzelnen Fahrzeuge. 1, 2, 3, 4. Ja, ist geil. Und der Super D-Mark-Kran, der noch vollständig ist, der eigentlich sofort der erste wäre, der rausfliegen würde. TÜV Austria bis 2014. Pass auf, Loch. Oh, ich sehe ein Explosionszeichen. Das sind zwei Geister. Siehst du da die Augen? Aber schöne, coole Bude hier. Finde ich. Wenn das nicht so weit weg wäre, wäre das schon eine coole. Hä, flackert meine Lampe? Oder welche Lampe hat jetzt geflackert? So. Hier darf nur mit Schutzwelle gearbeitet werden. Da kommt direkt der Topfel. Was war hier? Waschbecken. Waschbecken, Ballon, Marvin, ne? Ja. Ja, ich glaube, müsste da vorne. Das sind Übungspatronen, ja, ja klar. Die knallt nur. Die knallt nur. Steht ja auch draußen dran, dass das hier so ein Übungsdingsbums ist. Die werden nachher nachgenutzt. Ja klar, das ist, die schießen, die üben hier dann. Ja. Keine Ahnung, vielleicht das Sonderkommando Polizei übt hier drin oder Sonderkommando Militär. Nimm die mit, über die Grenze, als Andenken. Ich will bei dir gleich in der Nacht. Das passiert ja nicht. Das ist ja nicht ganz verlernt. Was ist mit meiner Lampe los? Ey, die ist nagelneu. Die ist rot. Gibt doch gar keinen Sinn. Bestand Haltbarkeit. Du darfst nicht auf Folgeleistung haben. Was ist das für ein Quatsch, ey? Schnelle. Die Lampe hat 110 Euro gekostet von Lenser. Die ist heute Morgen geladen worden. Die kann doch nicht schon leer sein. Was soll denn der Quatsch? Nicht auf volle Leistung, ja, witzig. Die geben die mit 1400 an und dann ist das so ein Quatsch. Das heißt, genau. End of the Fahnenstange. Was seht ihr noch? Das geknallt, die Tür. Ja, Übung. Ich glaube, das einzige letzte Produkt, was man bei Lenser kaufen kann, ist die PSIMR, oder? Das ist das einzige Produkt, was funktioniert und das auch über Stunden. Ja, die läuft immer noch. Zwar nicht die hellste. Nicht im Altwerk drauf. Ja, aber das ist halt, was soll das? Umtauschen wieder. Quatsch, absoluter Quatsch. Kleines Foto gemacht für Kleinanzeigen. Kran von 75. Standardkran. Steht extra dran, das ist ein Standardkran. Österreichisch-technisch. Dominik! Und Dominik, blende ich dich? Nö. Nee. Ah. Kann die überhaupt was, die Lampe? Die hier? Blende ich dich? Ja, schon. Okay. Also, meiner ein bisschen besser als deine. Da darfst du keinen erzählen. Was haben wir jetzt für ein Gebäude? Keine Ahnung, Taschenmasse weg, Geld weg. Ja, die kümmern sich um die Sicherheit der Gebäude, ne? Aber was ist es? Ja. Verwaltung vom Dingens. Das ist ein Kerker auf jeden Fall. Oh. Krass, ey. Ja, aber da lohnt sich das da noch reinzuspazieren? Ja. Ich sag nein, das ist komplett auf. Das sieht hier alles gleich aus, hier gibt's nichts mehr zu sehen. Großartig. Tatsächlich, da geht eine Treppe hoch, wow, das ist ein bisschen Verwaltung. Aber das war's. Da, wir verschwenden unsere Zeit, glaube ich, hier mit stundenlang noch im Kreisrennen bei so einem defekten Gelände. Ja. Feuerwehr. Ja, ja. Polizei. Basti guckt sich das einmal an, aber ich glaube, ich geh auch mal gucken. Ah, ah, fuck, das ist ein Storm, ey. Mann. Oh. Ja, nee. Und? Nichts mehr, oder? Ich sag, das ist verschwendete Zeit, da können wir wesentlich andere coole Sachen machen, weil wir sind ja quasi gerade auf Durchreise und kommen höchstwahrscheinlich sowieso nicht häufig in diese Ecke hier. Und dann brauchen wir uns jetzt nicht so einen Quatsch hier geben, das ist halt echt sad. Ja. Aber ihr habt ein neues Video. Das ist auch schon am Anfang. Komm mal hier raus, Digga, ey. Arsch, ey. Arsch, Melinas. Gegengeschossen, 100 Mal. Das ist eine kleinste Stufe, ist meine heller als andere. Ja, ich sehe das. Ich hab auch kein, ich bin echt sauer. Weil das enttäuscht mich. Wie heißt das Ding? P7 Aircore. Kauft euch den nicht. Warum hauen die so eine Taschenlampe auf den Markt für wesentlich mehr Geld, wenn die alte Taschenlampe in der Version einfach besser funktioniert wie die? Das ist echt sad, Leute. Da muss mir einer erklären von Lenser. Ist hier schon angeschlagen an der Ecke oben, oder? Sind wir direkt drauf. Also ich kann es direkt umtauschen. Hey, die Lampe ist hell. Achtung, jetzt wird die dunkler. Einmal kurz ist sie jetzt hell.
Keller ist Meter unter Wasser. Da gibt es doch keinen Bunker. Also das war's? Ja. Okay, Leute. Herzlichen Dank fürs Zuschauen. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, schreibt sie mir in die Kommentare. Wenn ihr den Kanal noch nicht abonniert habt, abonniert den Kanal auf dieser Seite und auf der anderen Seite könnt ihr ein Video schauen, was euch vorgeschlagen wird. Ich würde sagen, das war's wirklich, weil das verschwindet Zeit. Hier ist alles zugewuchert, hier ist größtenteils alles zugemacht und sowieso leerstehend. Also von daher macht das keinen Sinn. Es sah am Anfang sehr spektakulär aus, verlassenes Militärareal, aber letztendlich hat das die besten Tage einfach hinter sich. Tschüss.